Das ist Maria. Maria hat das Energiesparen entdeckt. Jetzt ersetzt Maria ihre alten Glühlampen durch eine neue Energiesparlampe. Ja, richtig so. Spart Energie und Geld. Heute kommt Klaus zu Besuch. Klaus ist ein richtiger Umweltschützer. Ich schicke nur noch kurz eine Mail ab, dann können wir. Ihren alten Computer hat sie schon durch einen neuen, sparsameren Laptop ersetzt. Ah, setzt jetzt auch auf Energiesparen, oder? Ja, sicher. Ich habe jetzt sogar Ökostrom. Und schau, die ganzen energieeffizienteren Geräte. Jetzt spare ich nicht nur Strom, sondern auch noch Geld. Super. Ja, mit dem Ausstecken hast du das nicht so. Ja, ich spare jetzt eh schon überall so viel. Wir können gehen. Aber lass das jetzt alles brennen, oder wie? Ja eh. Wir sind ja gleich wieder da. Und ich meine, dieses An- und Abdrehen, das kostet viel zu viel. 2 Stunden sind wir wieder hier, das passt schon. Oh je, hier schlägt er nun zu. Der Rebound-Effekt. Maria hatte zwar viele Energiesparmaßnahmen gesetzt, allerdings geht sie jetzt völlig sorglos mit dem Strom um. Es ist zwar richtig, dass ihre effizienteren Geräte jetzt stromsparender sind, aber wenn sie wie gewohnt ausschalten würde, würde sie noch mehr Strom sparen. Außerdem ist die Behauptung, dass eine Energiesparlampe beim Ein- und Ausschalten mehr Energie verbraucht, schlichtweg ein Gerücht, das sich leider hartnäckig hält. Und so willst du hier wieder mit dem Auto fahren, oder? Nicht? Ich habe mein Auto verkauft. Ich fahre jetzt nur noch Öffis oder mit dem Rad. Super. Und was machst du jetzt den Sommer? Weißt du, jetzt wo ich das Auto weggegeben habe, kann ich mir endlich den Flug nach Thailand leisten. Das habe ich mir so lange gewünscht. Endlich nach Thailand. Weißt du, da unten leben, das kostet eh fast nichts. Und schon wieder dieser Rebound-Effekt. Maria spart jetzt zwar an einer Stelle Energie ein, jedoch gibt sie das Geld jetzt an einer anderen Stelle wieder aus und verbraucht somit wiederum Energie. Dieses Mal eben in Form von Kraftstoff für das Flugzeug. Das heißt dann indirekter Rebound. Klingt komisch, ist aber so. Und die Moral von der Geschichte? Denk selber nach. Ich weiß es nicht.